Ich mache heute mal eine Videoantwort zu deiner Giveaway-Aktion. Du hattest uns ja aufgefordert, dass wir 3 Aufgaben, wenn möglich, bewältigen sollen. Die erste Aufgabe war so eine Survival-Dose, die wir packen sollten und erzählen, was wir reinmachen würden. Und ja, ich musste aber sagen, sowas habe ich nicht und bis jetzt habe ich es auch noch nicht vermisst. Also wenn ich mehrere Tage in den Wald gehe oder unterwegs bin, dann packe ich mir immer speziell das zusammen, was ich brauchen werde. Also so eine Survival-Dose, die ich immer mit mir rumführe, habe ich tatsächlich nicht. Aber ich würde gerne deine beiden anderen Aufgaben bearbeiten, die du uns gestellt hast. Nämlich erstens unser Gartenbauprojekt 2015 dir zeigen. Und nein, es sind nicht die Bienenstöcke, das sind die Stöcke meines Vaters, das sind nicht meine. Aber wir kommen noch zu meinem Gartenbauprojekt. Und zweitens sollten wir, wie ich finde, eine ziemlich grausame Aufgabe bewältigen. Also da hast du dir schon was echt Fieses ausgedacht. Nämlich ein Fixed-Messer und einen Folder präsentieren, die wir auf jeden Fall behalten würden, wenn wir alle anderen Messer abgeben müssten und uns nie wieder eins kaufen dürften oder uns besorgen dürften. Also echt grausam. Aber ich habe tatsächlich 2 rausgesucht. Zeige ich dir jetzt. Eins habt ihr ja schon gesehen. Da muss man gar nicht viel dazu sagen. Das ist der Victorinox Huntsman. Da habe ich einfach vom Swiss Champ die Schalen dran gemacht. Die haben noch diesen Kugelschreiber dabei. Ansonsten die ganz normalen Funktionen vom Huntsman. Das bisschen interessantere Messer ist vielleicht das hier, das ist das Fixed, und zwar ist das das GSO 4.1 in der wirklich klasse Scheide hier. Hat ein CPM 3V Stahl. Und warum habe ich das Messer rausgesucht? Es ist noch nicht so lange in meinem Besitz. Ich habe noch nicht extrem viel damit gemacht. Es ist da auch kein sentimentaler Wert vorhanden, noch in Anführungszeichen, eben weil ich es noch nicht lange besitze. Und ja, warum habe ich es ausgesucht? Ich finde, das ist einfach ein wunderschönes Messer. Also das ist von der Form her genau mein Geschmack. Die Größe ist genau meine Größe. Liegt sehr gut in der Hand mit den Mikada-Griffschalen. Die sind abnehmbar, finde ich auch ganz gut, denn es ist ein nicht rostfreier Stahl. Das ist jetzt auch nicht extrem rostanfällig. Aber wenn man mal ein paar Tage irgendwie unterwegs war, dann kann man die Griffschalen abnehmen und einfach mal darunter auch sauber machen, ein bisschen polieren, falls da irgendwie Flugroststellen wären. Ja, ich habe das gebraucht gekauft zu einem recht guten Preis. Wie ich finde, habe ich das gekriegt und ich finde es echt ein super schönes Messer. Gut, dann soll es das zu den Messern jetzt gewesen sein. In die Kommentare dürft ihr mir gerne Fragen stellen oder wenn ich es nochmal vorstellen soll oder schreibt es einfach rein. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu meinem Gartenbauprojekt. Da kommt er jetzt einfach mal mit. Hier können wir vielleicht schon sehen, um was es geht. Gucken wir jetzt erstmal hier das hier an. Und zwar, ja, es ist ein etwas anderes Gartenbauprojekt. Es handelt sich nämlich hierbei um einen Pilzgarten. Das sind noch die anderen. Ja, speziell diese
Stämme hier sind beimpft mit einer Shiitake-Kultur. Das habe ich letztes Jahr und ja, im August habe ich das angefangen. Und ja, es wachsen schon Pilze dran. Sind zwar jetzt keine Shiitake, aber mal sehen, vielleicht kommen die noch. Da unten wächst auch einer. An sich ist es einfach toll zu sehen, dass da Pilze überhaupt an dem Holz wachsen und dass es auch verschiedene sind. Wäre natürlich schön, wenn irgendwann auch mal die Shiitake rauskommen, denn die schmecken ja ganz lecker eigentlich. Das war die Shiitake-Kultur. Und hier habe ich noch die Pilze, aber wir gehen vielleicht mal auf die andere Seite, die Erdkontakt brauchen, und zwar wären das links die liegenden, sind stockschwämmigen Kulturen, und die stehenden dahinter, das sind Austernseitlinge. Ja, an denen erkennt man noch nicht viel. Die sind auch um einiges dicker als die anderen Hölzer und sind vielleicht noch nicht ganz so gut erschlossen von dem Pilzmyzel. Kommt vielleicht noch. So, machen wir noch kurz ein paar Nahaufnahmen. Ups. Also da wächst was. Ich bezweifle zwar auch, dass das frühe Formen, na Fokus, das Stockschwämmchen sind. Aber naja, lassen wir uns mal überraschen. Die Pilzzeit fängt jetzt an. Auch hierzu, wenn jemand Fragen hat, bitte gerne fragen. Ansonsten vielen Dank, Miro, für die coole Aufgabe, auch wenn sie, wie gesagt, zum Teil mir etwas grausam angemutet ist. Mach's gut. Tschüss.